Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich grüße Sie, ich grüße euch sehr herzlich an diesem Sonntag, dem 31. Oktober, dem Reformationstag, an dem Tag, an dem wir den Prozess der Reformation bedenken. Ich möchte diesen Augenblick des Nachdenkens mit einem Lied beginnen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes seien mit uns allen. Eben haben wir gesungen oder gehört: Aus tiefer Not schrei ich zu dir, Herr Gott, erhör mein Rufen. Dein gnädig Ohren kehr zu mir und meiner Bitt sie öffne. Denn so du willst, das sehen an, was Sünd und Unrecht ist getan, wer kann Herr vor dir bleiben? Darum auf Gott will hoffen ich, auf mein Verdienst nicht bauen, auf ihn mein Herz soll lassen sich und seiner Güte trauen. Es sind Worte, die in Anlehnung an Psalm 130 formuliert sind. Wir wissen nicht, was der Autor von Psalm 130 durchgemacht hat. Man erfährt nur, dass er mit Sünden lebt, die wohl an seinem Leben rütteln, und er vertraut auf die Vergebung und die Barmherzigkeit Gottes in dieser Situation. Er weiß, dass es sich lohnt und dass es gut tut, zu Gott zu rufen und auf ihn in seiner aussichtslosen Situation zu hoffen. Martin Luther hatte sich vorgenommen, die Psalmen unter dem Volk bekannter zu machen. So schrieb er Lieder, die das Volk singen konnte. Dadurch führte er auch eine neue Form, sich mit Gott in Verbindung zu setzen, ein. Luther war fasziniert vom Psalm 130. Er fasst die Ideen zusammen, die er im Laufe der Jahre entwickelt hatte. Der Psalm beschreibt das Vertrauen in Gott, auf den ich immer zugehen kann in jeder Lebenssituation, ohne dabei bestimmte Riten durchführen zu müssen. Und er erzählt von einem Gott, der vergibt. Luther arbeitete intensiv daran, seine Idee von einem barmherzigen und gnädigen Gott bekannt zu machen
Und er lehrte, dass der Glaube an diesen Gott das Fundament für jegliche religiöse Aktivität sei. Der Reformationsprozess war schon im vollen Gange und Luther hatte seine Theologie bei verschiedenen Zusammenkünften und vor unterschiedlichen Autoritäten verteidigt. Die Übersetzung des Neuen Testamentes begann sich zu verbreiten. Luther arbeitete als Prediger in der Stadtkirche von Wittenberg. Und die Reformation wirkte sich auf die religiöse Praxis aus. Etwa der Priesterehe, es gab keine Messen mehr, keine Buße, das Ende der Fastenregeln. Und das Abendmahl wurde in beiderlei Gestalt gefeiert. Auch Bilder wurden beseitigt. Mit den meisten Dingen war Luther im Allgemeinen einverstanden, aber nicht so sehr mit der Art und Weise, wie die Veränderungen durchgeführt wurden. Luther komponiert nun dieses wunderschöne Lied, vermutlich in diesem Kontext, Ende 1523, Anfang 1524, noch vor dem Bauernaufstand. Luther befand sich mitten in der Verteidigung und Konsolidierung seiner Theologie, aber er befürchtete auch, dass die negativen Folgen, die nicht mit dem Glauben in Einklang standen, die Fortschritte beeinträchtigen könnten. Das Lied drückt zum einen die persönliche, intime Beziehung aus, die Luther mit Gott pflegte, als jemand, der sich seiner Grenzen, Fehler, seines Scheiterns, seiner Sünden und den negativen Konsequenzen, die seine Lehren mit sich bringen könnten, bewusst war. Diese persönliche Beziehung, die er schon kannte, als er während des Unwetters zur heiligen Anna um Hilfe schrie und die ihn dazu brachte, Mönch zu werden und sein ganzes Leben Gott zu widmen. Diese persönliche Beziehung, die ihn alarmierte, als er erfuhr, dass die Ablasspraxis sich an den Menschen bereicherte und ihre Angst ausnutzte. Diese persönliche Beziehung, die ihm Kraft gab, seine theologischen Schriften nicht zu widerrufen. Diese persönliche Beziehung, die ihn bei der Übersetzung des Neuen Testamentes inspirierte. Zum anderen wollte Luther mit diesen und anderen Liedern das Volk, die Zuhörer seiner Predigten, zu dieser persönlichen und nahen Beziehung zu Gott ermutigen. Dieser Wunsch hatte auch schon der Apostel Paulus, eine direkte und intime Beziehung zu Gott, die die ganze Existenz beansprucht, war für ihn das Wesen des Glaubens, den Jesus angestoßen hatte. Hören wir, was er an die Galater schreibt, im 5. Kapitel, die Verse 1 bis 6. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Siehe, ich, Paulus, sage euch, wenn ihr euch beschneiden lasst, so wird euch Christus nichts nützen. Ich bezeuge abermals einen jeden, der sich beschneiden lässt, dass er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. Ihr habt Christus verloren, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt. Aus Gnade seid ihr herausgefallen. Denn wir warten im Geist durch den Glauben auf die Gerechtigkeit, auf die wir hoffen. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch unbeschnitten sein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Der Herr segne an uns dieses Wort. Amen. Paulus spricht davon, dass Jesus zur Freiheit befreit, wie er sagt, aber nicht von und auch nicht zu irgendetwas. Der Galaterbrief hat einen Kontext,
Die Verkündigung der Jünger und die von Paulus war vor die Ohren von Menschen gekommen, die aus anderen Traditionen und Kulturen stammten, die nicht jüdisch waren. Sie kannten und noch weniger praktizierten sie jüdische Riten. Es gab Konflikte in den Gemeinden. Einige meinten, dass man nur Christ sein kann und nur Rettung und Heil erfährt, wenn man sich in die jüdische Kultur einfügt und die Gesetze befolgt. Paulus befürchtete aber, dass die neuen nicht-jüdischen Gläubigen sich zu sehr auf die Einhaltung der jüdischen Riten konzentrieren könnten, dass sie das Wichtigste außer Acht lassen würden: ihren Glauben und ihr Vertrauen in Jesus Christus. Darum lehrte er und verteidigte vehement, dass die Nichtjuden von den für sie fremden Riten und Traditionen, wie etwa der Beschneidung, befreit sind. Auf diese Weise fördert Paulus im Allgemeinen eine persönliche und nahe Beziehung mit Gott, die frei ist vom Erfüllen von spezifischen Riten, aber immer im Einklang mit dem, was Jesus gelehrt hat, steht. Später nimmt Luther diese Idee einer persönlichen, direkten und intimen Beziehung mit Gott auf, als er die Praxis des Ablasshandels kritisierte, welche die Menschen glauben ließ, dass sie etwas zahlen mussten, um Gottes Vergebung zu erhalten, und ihnen vorschrieb, dass sie ihre Beziehung zu Gott nur mit einer bestimmten religiösen Praxis leben könnten. Ja, die Lektüre des Galaterbriefes war ausschlaggebend für die Entwicklung von Luthers Theologie gewesen. Auch heute sind wir eingeladen, eine persönliche Beziehung zu Gott zu pflegen. Und wir haben das Glück, dass wir in Gesellschaften leben, in denen die Religionsfreiheit geschützt wird. Die lutherischen Kirchen, würde ich sagen, schreiben am wenigsten Regeln für die Gottesbeziehung vor. Der Weg ist also frei. Aber Freiheit heißt nicht nur, dass eine Struktur, ein System und ein Kontext mir Freiheit gibt, im Sinn von Auswählen und dem zur Verfügung stellen des Raumes. Freiheit heißt auch, dass ich frei bin, dass ich Zeit habe, dass ich bereit bin, mich mit Gott in Verbindung zu setzen und Vertrauen zu ihm zu haben und dass ich die Beziehung nicht vernachlässige. Wie ist das für dich, wie ist das für sie? Bist du, sind sie frei, bereit? Hast du Zeit für Gott? Und fühlst du dich frei, um ihm alles anzuvertrauen, was dir Sorgen bereitet und dich verzweifeln lässt? Ist Gott für dich jemand, von dem du etwas erwartest, auf den du hoffst, wie es Paulus im Galaterbrief beschreibt? Heute am Reformationstag danken wir für den Prozess, der durch die Ideen Luthers und seiner Kollegen angestoßen wurde. Wir bekennen auch die Fehler, die begangen wurden, im Wissen, dass sie einen Ort vor Gott haben. Aber vor allem möchte ich dich heute dazu motivieren, festzustehen, wie es Paulus sagt, immer wieder aufs Neue mit dieser Vertrauens- und Liebesbeziehung mit Gott zu rechnen, die Luther dann dazu antrieb, die Reformation zu beginnen. Und dazu gehört auch, dass ich mich frei fühle, aus dem tiefsten Abgrund der Existenz zu rufen, die Wut zum Beispiel nicht zu unterdrücken, von der Ungerechtigkeit zu reden, die ich erlebe, den Schmerz auszudrücken, der mich quält, das Gewicht der Fehler, der Scham und der Sünden vor Gott zu bringen und mich von den Gedanken und Gefühlen zu befreien, die mich nachts nicht schlafen lassen, und die Zweifel zu bekennen. Da können dann auch Worte gesagt werden, wie sie Antje, Sabine
Nägeli in folgendem Gebet formuliert. Voll Entsetzen ist mein Herz angesichts der endlosen Schrecken, die du zulässt im Leben des Menschen, den ich liebe. Völlig hilflos zu sein vor so viel auswegloser Not bringt mich der Verzweiflung mehr als nahe. Ich bin wie gelähmt. Wo bist du, Gott? Warum lieferst du ihn so unermesslichem Leid aus? Du bist ein Gott, vor dem ich mich fürchte. Und doch kann ich vor dir nur zu dir flüchten. Bettlerin möchte ich sein vor dir, rufen und schreien und rufen, bis du dich erbarmst. Der Friede Gottes, der höher ist als all unsere menschliche Vernunft, bewahre unser Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. Wir beten. Guter Gott, bewahre unsere Glaubensfreiheit und mach uns frei, uns immer wieder aufs Neue vor dich zu begeben, auf dich zu vertrauen, uns in dir zu stärken. Lass uns diese enge Beziehung genießen und auch weitergeben mit anderen Teilen. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Ich wünsche dir, ich wünsche Ihnen einen gesegneten Reformationstag, ein gutes und behütetes Nachdenken. Wir erinnern daran, dass wir noch einmal die virtuelle Kollekte für das Weihnachtskonzert erbitten und wir weiterhin Lebensmittel spenden, sammeln für den Speisesaal der Cooperación Nuestra Casa, die sich um obdachlose Menschen kümmert.